Eine neue Ausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Diese beiden Themen haben wir heute unter anderem im Programm. Zwischen Sondierungsgesprächen und Sonderparteitag, Winterklausur der SPD-Landtagsfraktion in Irsee und Glücksfall mit Restrisiko. Feuerwehr Kaufbeuren zieht vorübergehend ins alte Eisstadion. Vor wenigen Tagen noch in Berlin zu den Sondierungsgesprächen, am Wochenende dann in Bonn zum wohl alles entscheidenden Sonderparteitag. SPD-Chef Martin Schulz hat momentan einen straffen und durchaus turbulenten Zeitplan. Und zwischendurch ist er hier bei uns im Allgäu, genauer gesagt im Kloster Irsee, zur dreitägigen Winterklausur der SPD-Landtagsfraktion. Stürmische Zeiten im wahrsten Sinne. Nicht nur hier vor dem Kloster Irsee, auch drinnen herrscht Redebedarf. Bei der traditionellen Klausurtagung der Bayerischen Sozialdemokraten geht es zum einen um das bayerische Wahljahr, zum anderen um den Umgang mit Altlasten der Bundestagswahl. Es ist eine schwierige Phase für unser Land und die SPD hat ein Bundestagswahlergebnis bekommen, was das sehr, sehr schlecht war. Und daraufhin haben wir eigentlich gesagt, diejenigen, die dafür beauftragt wurden, und das waren die Jamaika-Koalition, die haben miteinander zu verhandeln und eine Regierung zu bilden. Das hat die geschäftsführende Kanzlerin nicht auf die Reihe gebracht. Und daraufhin haben wir jetzt gesagt, das ist keine einfache Aufgabe, dass wir als SPD sagen, ja, wir sind Demokraten und wir führen erste Gespräche. Und das haben wir jetzt gemacht. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD haben offensichtlich Früchte getragen. Zumindest insofern, als dass Martin Schulz nun auf großer Werbetour für eine Neuauflage der Großen Koalition ist. Einen Besuch bei der Bayern-SPD lässt sich der Parteichef da natürlich nicht nehmen. Dass das in dem Kloster für viel Trubel sorgt, war abzusehen. Weniger absehbar war hingegen für den ein oder anderen Martin Schulz' Kehrtwende. Während der Platz in der Opposition vor wenigen Wochen schon vorgewärmt und eine GroKo fast schon kategorisch abgelehnt wurde, stehen die schwarz-roten Chancen nun doch gar nicht so schlecht. Es gibt durchaus Menschen, die der Großen Koalition sehr skeptisch gegenüberstellen. Ich halte aber No GroKo für kein Argument. Das ist ein Schlagwort. Wir haben jetzt, glaube ich, aus Sicht der SPD durchaus vielversprechende Sondierungsgespräche geführt. Die könnten und sollten Geschäftsgrundlage sein für Koalitionsverhandlungen, die dann ganz konkret festlegen, was in diesem Land in den nächsten 4 Jahren geschehen soll. Ich glaube, dass es richtig ist, mit den Unionsparteien zu verhandeln. Und am Ende wird man sehen, ob das Verhandlungsergebnis so angemessen ist, auch sozialdemokratische Positionen enthält in einem entsprechend großen Umfang, dass wir in eine solche Koalition eintreten können. Und letztlich werden die Mitglieder der SPD das entscheiden. Und zwar schon am Sonntag, auf dem Sonderparteitag der SPD. Eine Stimmungsabfrage der Allgäuer SPD ging mit einer Dreiviertelmehrheit für die GroKo aus, wie Paul Wengert uns erzählt. Und auch Martin Schulz zeigt sich zuversichtlich in der Pressekonferenz. Ich glaube, dass wir auch einen Politikstil haben. Ich weiß, dass das häufig missverstanden wird. Aber der Politikstil, wo Leute von oben sagen, ich bin jetzt hier der Boss und das wird so gemacht, wie ich das will. Das ist nicht mehr der zeitgemäße Stil. In einer so kommunikationsintensiven Gesellschaft, in der wir leben, müssen auch politische Parteien auf das Bedürfnis nach Debatte und Kommunikation Rücksicht nehmen, auch Parteiführer. Und das tue ich. Das heißt nicht, dass ich nicht meine eigene Position habe und für diese Position kämpfe. Aber ich muss halt auch zur Kenntnis nehmen, dass es andere Positionen gibt. Und da ich aber ein kampfstarker Mensch bin, glaube ich, dass ich eine Mehrheit für meine Position erreiche. Eine Mehrheit erreichen wird die Bayern-SPD bei den diesjährigen Landtagswahlen wohl eher nicht. Dennoch, trotz angespannter Verhältnisse innerhalb der Partei, könnten die Sozialdemokraten realistische Regierungschancen im Freistaat haben, was sich mitunter wohl auf ebenfalls internen Komplikationen einer anderen Partei begründet.
Gut, die CSU steht sich oft selbst im Weg. Sie versucht mit dem Kopf oft durch die Wand zu gehen. Ich denke, sie könnte sich das Leben wesentlich einfacher machen, wenn sie endlich von ihrem Absolutheitsanspruch abrücken würde, wenn sie endlich die Arroganz der Macht ablegen würde und akzeptieren würde, dass es in einer Demokratie völlig normal ist, in Koalitionen zu regieren. Das ist kein Beinbruch für Bayern, wenn die CSU nicht mit absoluter Mehrheit regiert. Ganz im Gegenteil, dann würde vielleicht viel Sturheit und Starkköpfigkeit aufgebrochen werden. Dann würden auch Ideen aus der Opposition vielleicht öfters mal übernommen werden. Und die Opposition würde nicht ständig gegen die Wand laufen mit ganz hervorragenden Ideen. Nur weil eben die CSU nach wie vor den Standpunkt vertritt, was nicht von uns kommt, kann nicht gut sein. Harte Worte in harten Zeiten, mit einem neu geweckten Kampfgeist, doch abermals altbekannten Muster. Ob man regieren will, das kann man ja auch noch später entscheiden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, 10 Monate vor einer Wahl mache ich mir keinen Kopf irgendwie mit wem und wie, sondern es geht jetzt wirklich um die Themen und die Menschen wollen Lösungen haben, die wollen wissen. Kannst du was für mich tun, wenn du politisch aktiv bist? Und das werden wir zeigen, dass wir das können. Es bleibt abzuwarten, was die SPD auf Bundes- wie auf Landesebene wirklich kann. Was aber gewiss bleibt, ist ein noch langer und anstrengender Weg für Martin Schulz und seine SPD. Ja, Schulz macht also Werbung für die Große Koalition. Aber wie ist Ihre Meinung dazu? Und sollte es eine Große Koalition im Herbst auch in Bayern geben, falls die CSU keine absolute Mehrheit bekommt? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unter unseren Allgäu-TV-Facebook-Post oder schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion@allgäu.tv. Meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn und ich sprechen dann morgen in unserer Rubrik Ihre Woche mit Allgäu-TV darüber. Und wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit den Nachrichten und Meldungen aus der Region in Allgäu-TV Kompakt. Am Wochenende gibt's Schnee, Schnee und Schnee. Viel Spaß beim Skifahren. Und ich gehe mich jetzt stärken. Hello Fit, dein Fitnessstudio. Bringe deinen Körper in Topform mit unserem abwechslungsreichen Kursprogramm und geschulten Trainern. Sport, Wellness, Sauna in einem Hello Fit in deiner Nähe. Jetzt unverbindlich testen. Auf dem Gipfel stehen. Einfach nur spazieren gehen. Am Kleinen große Freude haben. Gedanken spüren. Stille hören. Kreativität von Anfang an. Wissen weitergeben. Helfen, wo man kann. Das Wunder der Natur erleben. Gemeinsam singen, weil es so befreit. Bella musica, follicoli, follicola. Abends ins Theater eilen. Lebensfreude. Teilen. Einfach treiben lassen. Einfach sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Mein Freiraum, meine Gesundheit. In jedem Alter. Die Kurznachrichten vom 18. Januar 2018, auch die beginnen mit einer Meldung zur aktuellen Politik. Die Memminger SPD ist für die Bildung einer großen Koalition in Berlin. Das gab der Parteivorstand in einer Pressemeldung bekannt.
Der Ortsverband sieht es als nötig an, dass es in Deutschland zur Bildung einer stabilen Regierung komme. Eine handlungsfähige Regierung sei im besonderen Maße für das Weiterentwickeln der europäischen Idee nötig, heißt es von der Memminger SPD. Sturm drückt Schneepflug von der Straße. Zwischen Tannheim und Egelsee im Landkreis Biberach hat eine Sturmböe heute früh einen Schneepflug von der Straße gedrückt. Das Fahrzeug war unterwegs, um Schneeverwehungen zu räumen, als die Sturmböe es erfasste. Der Fahrer des 23 Tonnen schweren Räumfahrzeugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schneepflug musste von einem Bergungsfahrzeug aus dem Graben gezogen werden. Durch den Wetterumschwung und den starken Schneefall hat es in allen Allgäuer Landkreisen viele Verkehrsunfälle gegeben. Allein bis mittags ereigneten sich rund 50 Unfälle. Bisher wurden von der Polizei 14 leicht verletzte Personen gemeldet. Der geschätzte Sachschaden liegt aktuell bei rund 90.000 Euro. Wegen der anhaltenden Witterung und des Sturmtiefs Friederike appelliert die Polizei an die Autofahrer, umsichtig zu fahren. 60 neue Kita-Plätze in Memmingen. Eine unternehmensnahe Stiftung aus Memmingen finanziert eine neue Kindertagesstätte in der Stadt. 60 Betreuungsplätze entstehen im Memminger Stadtteil Amendingen. Das Wohnhaus des verstorbenen Unternehmerpaars wird derzeit zur Kindertagesstätte umgebaut. In der Stadt Memmingen herrscht schon länger großer Bedarf an Kindergartenplätzen. Vor dem Landgericht Memmingen muss sich ein 31-jähriger Unterallgäuer wegen Drogeneinfuhr und Drogenhandel verantworten. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Polizei bei einer Kontrolle 680 Gramm Kokain, dazu Marihuana und Ecstasy in seinem Auto gefunden. Bereits im Jahr 2016 wurden bei dem Mann 70 Kilogramm Marihuana, 400 Ecstasy-Tabletten und 10 Gramm Kokain gefunden. Die Drogen bezog der 31-Jährige aus den Niederlanden. Die Staatsanwaltschaft fordert jetzt bis zu 7 Jahre und 6 Monate Haft. Die Verhandlung wird im Februar fortgeführt. Klinikum Memmingen baut an. Am Klinikum Memmingen werden weitere Baumaßnahmen geplant. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem neuen OP-Bereich. Dieser soll direkt vor dem Hauptgebäude entstehen. Im Zuge der Baumaßnahmen soll auch der Haupteingang neu gestaltet werden. Gebaut wird am Memminger Klinikum schon seit 2013. Bisher sind fast 26 Millionen Euro in die Maßnahmen geflossen. Über Kosten und Zeitrahmen ist noch nichts bekannt. Medienberichten zufolge strebt die Krankenhausleitung einen Baubeginn Ende 2019 an. Nobelpreisträger verlängern Vertrag. Die Lindauer Nobelpreisträgertagung haben ihre langjährige Partnerschaft mit der Inselhalle bekräftigt. Das bestätigt die Stadt Lindau. Die Nobelpreisträgertagung ist für die Stadt Lindau seit Jahrzehnten ein festes Element im Jahreskalender. Wegen des Neubaus der Inselhalle und dessen Verzögerung fand das Treffen in den letzten Jahren im Stadttheater statt. Dieses Jahr soll die Tagung wieder in der dann neuen Inselhalle stattfinden. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz fuhren heute früh keine Züge. Am Münchner Flughafen fielen zahlreiche Flüge aus und in Franken gab es sogar schulfrei. Friederike heißt das Sturmtief, das heute über Deutschland gefegt ist. Der Bayerische Lawinenwarndienst hat die zweithöchste Stufe 4 herausgegeben, denn Friederike bringt auch neuen Schnee mit ins Allgäu. Das Wetter. Heute Nacht ist der Himmel im gesamten Allgäu mit Wolken bedeckt und es kommt zu einem Mix aus Regen und Schnee. Die Temperaturen liegen bei plus 1 bis plus 4 Grad. Morgen Vormittag ist es zunächst stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Nur im Unterallgäu scheint die Sonne. Es bleibt kühl mit Temperaturen zwischen 1 bis 4 Grad. Am Nachmittag lockert die Bewölkung etwas auf. Hier und da kommt die Sonne zum Vorschein. Im West- und Ostallgäu regnet es hin und wieder etwas. Die Skifahrer können sich freuen, denn in den Skigebieten gibt es viel Neuschnee. Am meisten Schnee fällt auf dem Nebelhorn und auf dem Fellhorn. Die Temperaturen auf dem Berg liegen zwischen 0 bis minus 3 Grad. Zum Start ins Wochenende fallen die Temperaturen wieder etwas und es kann vereinzelt schneien. Auch am Sonntag ist mit Schneefall zu rechnen. Am Montag steigen dafür die Temperaturen auf bis zu 7 Grad und es regnet.
Ja, wir haben es vorhin schon gehört, bei der SPD ist so einiges los. Denn es geht ja eben nicht nur um die Entscheidung, GroKo ja oder nein, was sich am Sonntag auf dem SPD-Parteitag klären wird. Es geht auch um die bayerischen Landtagswahlen, die im Herbst dieses Jahres anstehen. Genügend Gesprächsstoff für meine Kollegin Chris-Marie von Naumann, die sich in Irsee den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Markus Rinderspacher, einmal zur Seite genommen hat. Herr Rinderspacher, die SPD hat turbulente Zeiten hinter und auch noch vor sich. Vor dem Sonderparteitag, der jetzt ansteht, am Sonntag, liefen die Sondierungsgespräche mit Aussicht eben auf eine Neuauflage der Großen Koalition. Und jetzt sind wir erstmal aber hier in Irsee im Kloster, eine Art Zwischenstation mit Verschnaufpause oder richtige Arbeit? Ja, das ist richtige Arbeit für uns. Natürlich evaluieren wir auch die Sondierungsgespräche und das Ergebnis. Und ich stelle fest, dass dort sehr viel sozialer Fortschritt ist. Und das ist das, wofür meine Partei steht. Die Rente wird stabilisiert. Künftig zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Gesundheitsbeitrag wieder hälftig. Das ist ein sozialer Fortschritt. Und als Landespolitiker freue ich mich natürlich im Besonderen, wenn künftig der Bund auch mit anpackt, wenn es um die Finanzierung von Schulen geht, Ganztagsangeboten, aber auch Schulbausanierung und dergleichen mehr. Das ist doch alles sehr erfreulich und das ist eine ordentliche Grundlage, jetzt in Koalitionsverhandlungen mit der Union einzutreten. Und mitunter soll es ja auch hier eben, Sie haben es gerade schon gesagt, auf Landesebene um den Wirtschaftsstandort Bayern gehen, zum Beispiel auch um die Zukunft der Arbeitsplätze. Laut aktuellen Zahlen mit der Arbeitslosenquote von 2,9% sollte das doch aber eher eines der leichteren Themen auf der Agenda sein, oder? Ja, aber wir müssen an das Morgen und Übermorgen denken. Und in der Automobilindustrie steht nun tatsächlich ein Branchenwandel an, der uns in Bayern auch jetzt beschäftigen muss. 400.000 Arbeitsplätze in Bayern hängen von der Automobilindustrie ab, 80.000 davon allein vom Verbrennungsmotor. Und die Chinesen sind hier auf dem Vormarsch in Sachen Elektromobilität, machen auch ihre Märkte dicht für den Verbrennungsmotor immer mehr, sodass wir nun auch die Verkehrswende in Angriff nehmen müssen. Das ist natürlich eine verkehrspolitische, auch klimaschutzpolitische Maßnahme. Für uns stehen allerdings auch die Beschäftigten im Vordergrund, weil wir die Beschäftigten im Land halten wollen. Also wichtige Themen, die es zu besprechen gibt, gerade eben auch, weil es ja hier eine Auftaktveranstaltung quasi ist in das Wahljahr in Bayern. Und die SPD hat es ja bekanntlich in Bayern nicht immer allzu leicht gehabt. Dieses Jahr könnte das aber ein bisschen anders aussehen, oder? Wir leben in einem wunderbaren Land und wir werden dort ansetzen, wo es noch Defizite und Probleme gibt. Zum Beispiel, wenn es um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Wenn es darum geht, bezahlbares Wohnen in den Städten, aber auch in den ländlichen Gebieten zu halten. Und unsere Spitzenkandidatin Natascha Kohnen steht dafür auch als Person, im Übrigen auch für einen anderen politischen Stil, nicht von oben herab, sondern dialogfähig und gesprächsbereit, immer vernunftbezogen und dazu in der Lage, auch mal zuzuhören. Das gehört nämlich, wie ich finde, zur Politik im Jahr 2018 definitiv auch dazu. Dafür steht sie und deshalb ist unsere Ausgangslage durchaus besser, als das bei vergangenen Wahlen mitunter der Fall war. Also höre ich das richtig heraus, dass Sie das mehr auf eigenen Erfolgen bzw. Inhalten begründen, als auf, sagen wir mal, vielleicht internen Komplikationen bei der CSU? Wir werden uns an der CSU definitiv nicht abarbeiten. Wir werden aber auch anders als die Grünen und die Freien Wähler uns an Herrn Söder nicht heranschmusen. Wir stehen für ein solidarisches Bayern. Wir wollen, dass Bayern menschlich und modern ist, in den unterschiedlichsten Bereichen, wenn es darum geht, Beschäftigung im Land zu sichern, ordentliche Löhne, bezahlbare Mieten, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit genügend Krippen und Kindergartenplätzen, mit Erzieherinnen und Erziehern, die auch ordentlich bezahlt werden. Auch in der Pflege soll das sein. Das Soziale steht für uns im Mittelpunkt und dass Bayern auch in Modernitätsfragen den Sprung ins 21. Jahrhundert schafft. Stünden Sie denn überhaupt als Koalitionspartner zur Verfügung, sollte die CSU mal nicht die absolute Mehrheit erreichen? Die Frage der Koalition stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 14. Oktober in Bayern. Wir kämpfen für keine Parteienkonstellation, sondern für eine starke SPD und damit für ein starkes Bayern, das sozial ausgerichtet ist, auf wirtschaftlichen Wohlstand setzt und ökologischen Ausgleich gleichermaßen gewährleistet. Aber
vor den bayerischen Landtagswahlen steht ja jetzt erstmal der Sonderparteitag an der SPD, der vielleicht alles entscheidende Tag, ob eben jetzt große Koalition oder doch Opposition. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung ist, und dafür möchte ich auch werben, dass die SPD hier in die Verantwortung gehen sollte. Der Sondierungsvertrag hat gute Lösungen erarbeitet, aber das war ja erst der erste Schritt. In den Koalitionsverhandlungen mit der Union, die dann anstünden, würde es dann darum gehen, sozialen Fortschritt noch fortzuschreiben, und am Ende entscheiden unsere Mitglieder anders als bei den anderen Parteien. Unsere Basis hat das Wort, und ich bin zuversichtlich, dass, wenn man sich diesen Vertrag genau durchliest, auch zum Ergebnis kommt, wie die Gewerkschaften zum Beispiel oder auch die Sozialverbände. Das ist gut, das ist ordentlich. Bitte Gespräche aufnehmen und regieren. Neuwahlen gilt es ja aber sicher aus der Sicht der SPD zu vermeiden, weil die aktuellen Umfragewerte ja nicht besonders berauschend sind, muss man ganz ehrlich zugeben, oder? Ich finde, man kann die Bürgerinnen und Bürger nicht so häufig an die Wahlurne rufen, bis einem endlich das Ergebnis passt. Vor dem Hintergrund denke ich, ist es eine andere Situation als am Wahlabend. Herr Lindner hat gesagt, er steht für eine Jamaika-Koalition nicht zur Verfügung. Deshalb müssen die anderen Parteien jetzt Verantwortung übernehmen für unser Land. Und da ist unsere SPD jetzt im Willensbildungsprozess. Der Parteitag am Sonntag wird eine erste Entscheidung darüber treffen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, Herr Rindersbacher. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Naumann. Wenn Sie schon immer mal bei den Dreharbeiten einer Fernsehsendung dabei sein wollten, dann passen Sie jetzt am besten gut auf. Am 26. Januar wird nämlich unser Allgäu-Sport-Talk im Gauklerhof bei Waltenhofen aufgezeichnet. Gast ist unter anderem der Allgäuer und vielleicht bald Formel-1-Pilot Maxi Günther. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort Sporttalk an gewinn@allgäu-tv.de. Schreiben Sie bitte auch in die E-Mail, zu wie viel Sie kommen möchten. Ich würde mich natürlich freuen, Sie am 26. Januar dort zu sehen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran! Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren die Springerparty im Rahmen der FIS Skiflug-WM. Livebands sorgen bei der Springerparty für beste Unterhaltung. Erleben Sie die FIS Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Ganz oben. Obertauern. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Das Geheimnis unserer Ehe ist, dass es uns nie langweilig wird. Dass wir immer aufeinander aufpassen. Dass wir noch große Ziele haben. Und vor allem für immer beieinander bleiben. Und noch oft miteinander anstoßen können. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Geheimtipp im Tannheimer Tal. Die Achter Skirunde Zöblin-Schattwald. Mehr unter tannheimer-bergbahnen.at. Tante Polly Goes Musical, die Gala speziell für Kempten. Goethes Wahlverwandtschaften. Die Päpstin mit dem Tanztheater Würzburg. Die Satire, Cordoba, das Rückspiel. Jetzt in Ihrem Theater in Kempten. Erleben Sie einen Hauch von Alaska beim 21. internationalen Schlittenhunderennen in Bad Hindelang-Unterjoch. Mehr als 100 Gespanne mit etwa 500 Schlittenhunden aus zahlreichen Ländern werden an beiden Tagen Renndistanzen zwischen 6 und 16 Kilometern zurücklegen. Start- und Zielbereich ist der Tennisplatz in Unterjoch. Es klingt nach einem April-Scherz oder einem Schildbürgerstreich.
Die Kaufbeurer Feuerwehr zieht nämlich von einem alten Gebäude in ein einsturzgefährdetes. Genauer gesagt von der alten Wache, die jetzt abgerissen und neu gebaut wird, in das alte Eisstadion. Trotz schlechtem Zustand des Stadions ist diese Übergangslösung ein echter Glücksfall, zumindest auf den ersten Blick. Denn auch wenn der Umzug seit dieser Woche in vollem Gange ist, birgt die Übergangswache ein gewisses Restrisiko. Matthew Schöne-Schön und Jonas Strobel wissen warum. Das alte Feuerwehrgerätehaus war schlicht zu klein. Sie war einfach von Haus aus zu klein. Wir haben unsere Einsatzfahrzeuge nicht mehr untergebracht. Es ist einfach die letzten Jahre immer mehr Fahrzeugpark und auf Aufgaben dazugekommen. Sie war einfach zu klein. Die Wege haben nicht mehr gepasst. Deswegen haben wir eigentlich seit vielen Jahren immer nach Lösungen gesucht, die jetzt Realität werden. Ein neues Feuerwehrhaus braucht eben Zeit, meint Kaufbeurens Stadtbrandrat Thomas Vogt. Aber 12 Jahre ist dann vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Jetzt ist der Neubau jedenfalls beschlossen. Die alte Wache wird abgerissen, am selben Ort die neue gebaut. Knapp 2 Jahre Bauzeit, so die Planung. Kostenpunkt rund 10 Millionen Euro. Das ist viel Geld und es gibt eine Förderung, die ist nicht sonderlich hoch. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt eine Förderung bekommen. Den genauen Betrag kenne ich jetzt nicht. Es dürfte ungefähr 1 Million sein, die jetzt hier für die Stellplätze gewährt wird. Das ist für uns schon eine große Belastung, aber Feuerwehr ist wichtig, kommunale Pflichtaufgabe und deswegen war sich der Stadtrat auch einig, dass wir dieses Projekt stemmen werden. Stemmen müssen derzeit auch die Feuerwehrleute den Umzug. Eine komplette Wache bei laufendem Betrieb leerräumen und gleichzeitig im alten Stadion installieren, macht man nicht mal so nebenbei. Die Belastung ist hoch, ebenso aber die Freude groß über die neue Übergangswache. Zu lange war die Suche nach einem passenden Gebäude erfolglos. Das alte Eisstadion hatte man lange Zeit auch gar nicht auf dem Schirm. Da hatten wir an Industriehallen gedacht, an irgendwie größere Komplexe, die wir in der Stadt haben, die nicht genutzt sind. Aber da war nichts richtig Passendes dabei und es hat auch alles eine Menge Geld gekostet. Anpassungsarbeiten wären notwendig gewesen. Und ich meine, dass dann der Baureferent die Idee hatte, wollen wir nicht mal das alte Eisstadion angucken. Und der Gedanke war wirklich genial. Alle Räumlichkeiten für die Anforderungen der Feuerwehr passen. Also aus Umkleiden wird Umkleiden. Wir haben aus dem Hockeyshop jetzt das Büro gemacht. Wir haben aus der Gaststätte, dem ehemaligen Puck, ist jetzt unsere Schulung und Bereitschaftsraum geworden. Die Umkleiden unterhalb vom Hockeyshop sind im Prinzip jetzt die Werkstatt. Die Eisfläche passt genau für die Größe der Fahrzeuge. Also eigentlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die enge Ausfahrt zum Beispiel, ideale Voraussetzungen für uns. Eigentlich, ja. Aber mit dem Umzug in das alte, eigentlich einsturzgefährdete Eisstadion schwebt auch ein Risiko mit. Das Stadion kann nämlich jederzeit wieder von Statikern geschlossen werden, wenn die in ihren regelmäßigen Kontrollen eine Verschlechterung im Beton feststellen. Und dann? Dann müsste auch die Feuerwehr sofort wieder raus aus dem Stadion. Und zwar binnen weniger Tage und bei laufendem Betrieb. Die Reaktion von Baureferatsleiter Helge Kahl auf dieses Was wäre wenn, lässt vermuten, dass es keinen Plan B gibt. Das ist möglich, wir halten es aber für unwahrscheinlich. Das ist aber nicht das einzige Problem, das der Umzug in ein marodes Stadion mit sich bringt. Welche weiteren Faktoren eine Rolle spielen, wie der Umzug konkret abläuft und wie es dann für die freiwillige Kaufbeurer Feuerwehr weitergeht, das alles erfahren Sie in einer neuen Folge unseres Magazins aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Und diese Ausgabe sehen Sie ab heute einen Monat lang bei uns im Programm und natürlich auch im Internet unter www.allgäu.tv. Ja, und das waren sie auch schon wieder, die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Ich hoffe, ich darf Sie auch morgen wieder zu den Allgäu-TV-Nachrichten begrüßen. Bis dahin, Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.